habe, war ich noch spontan bei Action Shoppen. Und ja, red mir gar nicht lange herum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Jetzt muss ich mal kurz meinen Kader verscheuchen. Der hat sich da mal auf ein paar Teile draufgesetzt. Na gut, dann fangen wir mit der Tasche erst an, mit der er meckern ist. So, meine Hübschen, was habe ich mir alles im Action mitgenommen? Ja, ich habe für meine Katzis so ein Spielzeug mitgenommen. Das ist so ein Fisch, der liegt da unten und wird nicht beachtet. Sehr schade. Ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, weil das mit dem Catnip ist und eigentlich mögen sie das ganz gerne, aber heute ist es echt uninteressant für meine Katzis. Deswegen, ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es morgen höher im Kurs. Dann habe ich mir wie immer meine allerliebsten Kinder Bueno mitgenommen und ich habe mir dann schon vorhin eins rausgestrapst. Ich liebe diese weißen. Die anderen mag ich nicht, aber die weißen sind einfach mein Ding. Dann habe ich hier ein, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen Luft rauslassen. Genau. Das riecht wirklich gut. Und zwar so ein Spülmittel, das hat mir meine Mama empfohlen. Das hat sie aktuell daheim und fand den Duft so mega gut. Es ist Orange und Jasmin. Und das habe ich auch jetzt in YouTube schon oft gesehen. Ja, wurde immer sehr gehypt und es riecht wirklich gut, Leute. Deswegen, ja, bin ich da jetzt auch nicht drum rum gekommen und habe es mir jetzt auch mal mitgenommen. Dann habe ich mir nachgekauft, bevor es nicht mehr da ist. Und zwar dieses absolut geniale Body Scrub mit Zucker. Und zwar dieses von dieser Pumpkin-Reihe. Und ich liebe den Duft. Ich nehme das so, so gerne. Und ich hatte jetzt echt ein bisschen Bedenken, dass es dann nicht mehr gibt, weil das schon so eher so eine winterliche, weihnachtliche, herbstliche Geschichte ist, wegen dem Kürbis. Und ja, deswegen habe ich mir dann nochmal eins nachgeholt, weil ich das wirklich, wirklich gut finde. Dann, wie immer, ihr wisst, zwei Durstlöscher in der Geschmacksrichtung Wassermelone muss mit. Die müssen ja immer mit. Ich liebe die. Und ja, genau. Deswegen müssen da immer zwei mit. Dann hat mich hier noch ein Duftspray angesprochen. Und zwar dieses hier. Schon allein von der Verpackung. Ich finde, es schaut so edel aus. Und das ist eine Limited Winter Edition, steht hier oben. Und zwar in der Geruchsrichtung Mystic Lily Glow, Ylang Ylang und Lily Garden. Ja, man weiß nicht, aber ich finde, diese Blumen sehen schon sehr, sehr gut aus. Wir können da mal schnell sprühen. Oh, Leute, das riecht wirklich gut. Ganz toller Duft. Ah, ich bin froh, dass ich es mir mitgenommen habe. Ich habe erst überlegt, aber ich dachte mir, gut, das nimmst du mal mit. Und Leute, das riecht wirklich gut. Dann habe ich ein paar Nussmischungen mitgenommen, da hat meine Mama auch zugeschlagen. Und dann dachte ich mir, hey, nimmst du dir auch noch ein paar mit? Und zwar, ich habe mir diese Richtung mitgenommen, und zwar eine Macadamia-Nussmischung. Ihr wisst, Macadamia-Nüsse sind eigentlich ziemlich, ziemlich teuer. Und ja, die waren dort unter 2 Euro. Da sind noch andere Nüsse mit drinnen, Erdnüsse. Mit Schale, ohne Schale, ein paar Maiskörner. Ja, fand ich ganz interessant. Steht auch drauf, gesalzen. Und ja, wollte ich mal probieren. Meine Mama findet die sehr gut, die Nüsse. Und jetzt habe ich mir auch mal welche mitgenommen. Dann habe ich hier noch das gefunden, Macadamia-Nüsse. Also die sind ja wirklich teuer. Und da habe ich jetzt welche gefunden. Eine Special Edition steht auch hier oben. Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Und zwar Milchschokolade mit Macadamia. Haben mich auch übelst angesprochen, deswegen habe ich die mitgenommen. Die waren auch unter 2 Euro gewesen. Dann, was ich ja eigentlich auch immer mitnehme, sind diese zwei Getränkedosen. Die mag ich super gerne. Und zwar einmal Candy Can und einmal, also das eine ist Sparkling Bubblegum und das andere ist Birthday Cake, Sparkling Birthday Cake. Und die finde ich beide super gut und nehme ich eigentlich immer mit. Und ja, auch diesmal mussten sie mit. Jetzt können wir mal mit größeren Sachen weitermachen. Und Leute, ich habe mir ein neues Stativ gekauft. Und zwar dieses hier, das fand ich ganz interessant. Ich benutze es auch gerade. Ich denke, ich finde es ganz gut. Das hat hier oben auch noch ein Ringlicht. Das habe ich jetzt aber auch ausgelassen, weil hier oben direkt die Lampe ist. Und ja, ich muss aber dann noch probieren, ob das auch alles gut funktioniert. Es wackelt leider auch ein bisschen. Ich konnte es jetzt nicht fester ziehen. Mal schauen, da brauche ich vielleicht irgendjemand, der mir mal hilft, der das so richtig schön festziehen kann. Ja, ich fand es, wie gesagt, ganz interessant. Hat 13 Euro gekostet. Hat halt eben so drei verschiedene Füßchen. Das Mikrofon ist nicht enthalten, steht hier auch.
Ich brauche auch kein Mikro, ich meine, meine Stimme ist relativ laut und deutlich. Ich denke, da kommt ihr ganz gut mit klar. Ja, wichtig war für mich eigentlich das und das kleine Ringlicht, genau. Also, und was ich cool fand, das hat halt so einen relativ festen Fuß und das hat mein anderes eben nicht. Das hat so drei Beinchen und das knickt mir immer weg und das nervt mich zu Tode. Deswegen habe ich eine ganze Zeit lang mit diesem kleinen Stativ gefilmt, aber da hat euch ja dieses von unten nach oben Filmen nicht so gut gefallen, was ich verstehen kann. Ich finde es auch schön, dass ihr mir das sagt, weil dann kann ich das natürlich für euch ändern. Und jetzt habe ich das gesehen und dachte mir, hey, dann nimmst du einfach das mal mit. Was ich auch dringend wieder gebraucht habe, war so ein Teppich. Ich habe mich von einem bei mir daheim getrennt. Ich habe immer zwei Stück. Einen an der Hausgangstüre und einen, wo es rausgeht, auf meine Terrasse, auf meinem Balkon. Und ja, jetzt habe ich diesen Teppich mitgenommen in Grau. Home Sweet Home fand ich sehr schön. Ist hinten so gummiert. War mega günstig. Deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Genau, und was ich auch unbedingt jetzt für die schlechte Jahreszeit haben wollte, war so ein kleineres, wie nennt man das, so eine Wanne, wo man halt schmutzige Schuhe draufstellen kann. Hier ist auch noch ein Bild, dass man Pflanzen draufstellen könnte oder als Unterlage so Katzenfutterdosen. Ja, aber ich möchte es wirklich für Schuhe nehmen, dass wenn ich von außen reinkomme und es ist so ein Schneematschwetter, dass ich mir nicht komplett vorne alles versau, sondern die schmutzigen Schuhe da draufstehen kann. Und ich denke, da passen zwei oder drei passen da drauf. Ja, genau. Ich habe bei der IKEA noch eins gesehen, das war aber viel zu groß. Ich denke, mit dem komme ich besser klar. Dann haben wir hier noch ein paar kleinere Sachen, die ich noch gefunden habe. Und zwar nochmal ein Getränk. Genau, das gab es jetzt beim Action und zwar dieser Aloe Vera Drink. Ich liebe ja diese Drinks, wo diese Aloe Stückchen drinnen sind. Genau, so erkennt ihr das. Das sind so Stückchen drinnen. Ich habe das ja in Thailand immer so gerne getrunken, mir auch schon ein paar Mal in der Tschechei mitgenommen. Und jetzt habe ich es eben hier im Action gesehen, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Das ist das Original. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es schmeckt. Ich würde es mir jetzt gleich in den Kühlschrank stellen und die nächsten Tage schmecken lassen. Dann, was kommt noch aus meiner Tüte raus? Genau, ich habe mir eine Maske mitgenommen und zwar so eine goldige Fuchsmaske. Fand ich so super niedlich. Deswegen musste ich die mitnehmen. Foxy Style heißt das Ganze mit Gurkensaft. Ja, fand ich jetzt wirklich interessant. Deswegen habe ich es mir mitgenommen und halt auch zuckersüß. Dann Zahnpasta. Ich habe momentan wieder so die Phase, wo ich absolut empfindliche Zähne habe. Das stört mich extrem. Und ja, jetzt habe ich mir mal die Sensodyne hier mitgenommen. Die hat 1,99 € gekostet, fand ich jetzt sehr günstig. Und da steht jetzt drauf: Dreifach Prophylaxe, Kariesschutz, Plaque und frischer Atem. Ja, die habe ich jetzt noch nicht gekannt, wollte ich jetzt mal ausprobieren. Was ich aber auch ganz spannend fand, die hatten die Parodontax beim Action. Die ist ja normal sehr teuer, kostet ja immer 5 €. Und das ist jetzt die Variante Kräuterfrisch, die kannte ich nicht. Also ich mag ja eigentlich diesen salzigen Geschmack nicht so. Also da ist ja Mineralsalz mit drinnen. Aber diese Richtung Ingwer, Minze und Zitronenmelisse fand ich super interessant. Und ja, deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Ich bin gespannt, wie das so ist. Tägliches Fluorid, Zahnpasta für gesundes Zahnfleisch und starke Zähne. Ja, die werde ich morgen gleich mal ausprobieren, beziehungsweise jetzt dann später noch, bevor ich ins Bett gehe. Und dann bin ich mal gespannt, wie die so ist. Genau, im Aufgebraucht werdet ihr natürlich wieder mehr drüber hören. Ja, und hier habe ich noch mal Nüsse gefunden, und zwar Cashew in Schokolade. War jetzt für mich total neu, hatte ich glaube ich noch nie. Und ja, Milchschokolade und Cashew waren auch unter 2 € und fand ich super günstig. Deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Und worüber ich mich mega doll gefreut habe, war dieses Parfüm. Und zwar, ich hatte das schon von Vera Wang. Liebe ich über alles. Habt ihr auch schon ein paar Mal in die Aufgebracht-Videos gesehen. Und jetzt ist meins wieder leer gegangen. Und irgendwie habe ich das aktuell, war das völlig überteuert und habe es nicht mehr bekommen. Und ja, jetzt habe ich das wieder, war ein Tester dort gestanden, in meinem Action, wo ich normal immer bin. Gibt es keine Tester, deswegen, also ich habe das schon öfters gesehen und habe mir gedacht, Mensch, das könnte vielleicht ähnlich sein, aber ich hatte eben keinen Tester und habe es mir nicht mitgenommen.
Nicht dort, ich war jetzt in Fürth zum ersten Mal. Ja, und da waren Tester dort. Und Leute, das riecht eins zu eins wie das von Vera Wang. Geil, habe ich mich übelst drüber gefreut, weil das kostet nicht mal 3 Euro. Und ja, das normale Parfüm kostet um einiges mehr. Deswegen fand ich das super toll, habe mich absolut gefreut. Und ich bin super neugierig, wie das so, ja, wie es sich so verhält, wie lange es riecht. Ich meine, hallo, für 3 Euro kann man jetzt nicht mega viel erwarten, aber ich finde es wirklich vom Duft her ziemlich ähnlich und ja, habe mich da echt drüber gefreut. So, meine Lieben, das war es gewesen. Ich werde euch morgen noch einen IKEA-Haul abdrehen. Ich war nämlich heute erst bei der IKEA, deswegen war ich auch in Fürth und danach war ich noch in dem Action, weil ich dort noch nie war. Und meine Mama gemeint hat, der ist ein bisschen größer als der bei uns. Und ja, deswegen sind wir da danach noch hingefahren. Da habe ich diese Sachen gefunden. Und wie gesagt, morgen kommt dann für euch noch ein IKEA-Haul online. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich schaue gerade Sissi, finde ich übrigens mega schrecklich. Habt ihr das auch geguckt? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr diese neue Sissi-Verfilmung? Also ich komme damit irgendwie nicht klar. Also ich bin noch Team Oldschool Sissi. Und ja, die liebe ich dafür. Gut, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.